Und wenn wir schon hier im Osten sind, dann bringen wir unsere Einheiten gleich rüber. Also, dann bringen wir euch. Dann nehmen wir nur 19 mit, dann braucht ihr nur einmal fahren. 19. Die werden hier angelandet. Die könnten eigentlich auch hier anlanden, weil wir sowieso Kiesstein einnehmen müssen. Und dann haben wir erst Kiesch raus und dann eventuell Tarasken. Weil Tarasken, doch, die sind so... Hä? Ah, hier sind wir. Genau. Die sind ja verbündet und nicht mehr untertan. Boah, wie alle wieder reformiert sind. Furchtbar. Shetland-Inseln sind durch. Also Unruhen sieht es momentan ganz gut aus. 70. Das müsste eigentlich auch dann passen. Bretonische Nationalisten immer noch. Hier unten. Gut. Können wir eigentlich irgendwie Karten teilen oder sowas machen? Irgendwie ein bisschen in diplomatische Aktionen mit den Nachbarn treten. Wir wollen ja nicht immer erobern. Staatsehe. Wer will denn Aachen, Elsass, Friesland, Ferrara? Wie sieht es denn beim Bündnis aus? Wer will denn ein Bündnis machen? Osage, Friesland... Irgendwas Gutes mit dabei. Genua, Schweiz, Savoyen. Savoyen ist auch nicht mehr so groß. Boah, kein toller Bündnispartner mit dabei. Schweden? Schweden mag nicht, weil Dänemark wahrscheinlich. Allianz mit Rivalen, ja. Wir sind bei den Bürgern wieder bei 67. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht auf 80. Das fällt ja offenbar immer wieder. Mit der Zeit. Und wenn wir kein weiteres Ereignis bekommen, es sei denn, wir können eventuell nochmal manuell die Loyalität steigern. Aber das können wir erst 1599 in 10 Jahren machen. Und alle anderen Sachen. Neue Weltkarte gewähren. Oh, das hört sich aber auch gut an. Kostet 15 Einfluss. Plus 10 Koloniewachstum global. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, das mache ich. Aber alles andere erhöht nicht die Loyalität. Was ein bisschen schade ist. Können wir dich noch mit hier aufnehmen? Dann kann er mit drillen. Gut. Wir sind fast da. Das heißt, wir können erstmal hier reparieren und dann Krieg führen. Habe ich was vergessen? Normalerweise nicht. Ich vergesse fast nie was. Also wir erklären Krieg hier, damit wir endlich ein paar... Oh, die wollen auch ein Bündnis. Vasalisierung wird wahrscheinlich nicht gehen. Oh, wird auch gehen. Vasalisierung würde auch demnächst gehen dann wahrscheinlich. Nee, wir machen es per Krieg. Eroberung von Kulexlan Huastec Tlaxcla. Dann nehmen wir das hier unten. Kish ist mit dabei. Dann, was haben die für Verbündete? Gar keine. Haben die keine Verbündeten? Das wäre ja super. Ja, super gut. Dann nehmen wir die gleich mit. So, wunderbar. Alliiert, wir haben den Kriegsgrund, passt alles, bestätigen. Wir laufen gleich mal hier rein. Dann hier. Teilen wir uns auch gleich mal schön auf, bevor der hier seine Einheiten aushebt.
So, von Großbritannien besetzt. Ich mache mal wieder Stufe 3, bisschen langsamer. Den erwischen wir sogar noch, sehr schön. Hat der hier eine Burg hier oben? Hä? Doch keine Burg, wieso kann ich denn hier nicht hochlaufen? Kann ich mal in meine eigene Provinz laufen? Was ist denn jetzt los? Ah, wir sind noch im Krieg. Ah, wir haben noch gekämpft, deswegen. So, jetzt kommen hier 9000. Können wir denn hier... Wir holen uns mal einen Anführer. Und zwar den, der hier drüben drillt, damit wir hier mit zwei Anführern rumlaufen. Den Ambrose Leicester. Den nehmen wir mit. Dann... Mal erst hier oben alles voll. Oh, wo war das jetzt? Hier unten, sehr schön. Alles läuft nach Plan. Wir haben keinerlei Probleme. Alle sind glücklich, alle sind happy. Wir haben Rebellen. Bretonische Nationalisten. Wo kommen die denn her? 80%. Minister Armor. Wann? Wieso kommen denn die jetzt wieder raus auf einmal? So. Ah, das werden immer mehr Monate. 41 Monate jetzt schon. Für das Missionieren. So, er stellt sich jetzt hier bei uns rein. Das kann er ruhig machen. Erstmal. Okay. Soll er sich ruhig reinstellen? Überhaupt kein Problem. Quiche kommt als erstes raus, oder? Die sind ja, genau, die sind ja Partner. Und da müssen wir mal schauen. Oh, Tag des jüngsten Gerichts. Kolima. Dann müssen wir mal schauen, was das aggressive Expansion bringt. Ich möchte fast wieder ziemlich viel. Jetzt sind wir hier wieder zu wenig. Aber da kommt gleich ein Nachschub. So, hier wird gekämpft. Da müssten wir fast helfen. 8000 gegen 5000. Nein, da können wir nicht reinlaufen. Ah, sehr ärgerlich. Da müssen wir... Okay, da erwischt es leider unsere 5000 hier von unserer Kolonie. Aber keine Sorge, wir werden sie rächen. Wir können ja schon mal die 3000... Können wir ja schon mal hier hochbringen. Halt ewig, bis er hier die kleine Burg durch hat. Festungsstufe 2. 14.000. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Dass er jetzt auf einmal so viel hat. Ich meine, es sind zwar nur Eingeborene, aber trotzdem. Weil wenn wir jetzt hier über diese Provinz reinlaufen, das ist natürlich noch blöder. Nee, wir warten jetzt hier, bis wir hier durch sind mit Quiche. Damit wir die rausklagen können. Und erst dann machen wir weiter. Natürlich wartet unsere Einheit nicht. Nein, wir schicken die 1000 gleich richtig rein. Ich hab doch extra... Na gut. Okay. Ist okay. Keine Panik. 10% schon. Okay.
Dum, die dum, die dum, die dum, die dum. Könnt ihr die 2000 auch mal hier reinbringen? So, die Belagerung hier oben ist durch. Das ist sehr schön. Dann eine neue Idee. Entweder Diplomatie, Admin-Punkte vergeben oder hier wieder. Ermöglicht Gewaltmarsch. Ah, ich würde fast sagen, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Wir gehen erstmal hier weiter. Auch wenn es uns momentan nichts bringt, aber wir brauchen nur noch drei Upgrades hier bei den Ideen, damit wir hier durchkommen und die Vergünstigung erhalten. Bürger ist 66%. Verliert ein Stabilität, verliert eine Inflation. Oh, drei Inflation. Dem können wir eventuell entgegenwirken mit mehr Kohle. Inflation senken mit Admin-Punkten. Verdammt. Und die Stabilität kostet uns 141 Punkte, Admin-Punkte. Nö, da müssen wir mit der Inflation gehen. Leider. 4,25. Aber sie fällt 0,1 pro Jahr. Naja. So, dann können wir jetzt... Wieso können wir denn jetzt nochmal in Diplomatie investieren? Hä? Wir haben doch gern... Ach so. Diplomatie, nicht Admin. Ich würde fast noch ein bisschen warten. Würde noch ein bisschen warten. Damit wir eventuell die Diplomatiepunkte noch raushauen können. Wir warten noch ein bisschen. So, 35%. Währenddessen räumt unser Kolonist hier von hinten das Feld auf. Mit seinen paar Einheiten. Nein, nicht nach vorne laufen. Oh, ganz schlecht. Da packt er dich doch gleich wieder. Mit seinem 15.000. So, hier sind wir durch. Dann haben wir noch... Zwei, drei Provinzen haben wir noch. Haben wir eigentlich einen Kommandanten mit Belagerung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mit den 9000 gegen den... Ah, jetzt dachte ich schon, er läuft hier rüber. Mit den 9000 gegen die 15.000 wird wahrscheinlich schwierig. Könnte ich mir vorstellen. Wir bekommen ein Friedensangebot. Das brauchen wir nicht. Gut. Können wir noch jemanden einstellen? Wir sind aktuell unglaublich mit 21 Dukaten im Plus. Das wird aber nicht immer so bleiben. Plus 3. Ah, wir nehmen den mit dem Unterhalt. So, jetzt pass mal auf. Unser Anführer hier hat keine Belagerungsfähigkeit, leider. Und hier oben... Der hier hat auch keine. Also Belagerungsfähigkeit ist schon immer sehr selten. Die ist schon immer sehr selten. Gut, dann ist jetzt nur noch die Burg von Kish über. Und ich würde aber sagen, wir werden da in einem verhandeln. Wir werden Kish nicht extra rausnehmen. Sondern wir werden einfach rüber marschieren. Sobald wir hier durch sind. Theoretisch könnte man jetzt mit den 13 auch schon und mit den... Wisst ihr was? Dann laufen wir gleich hier rüber.
den 14. Die 4 lassen wir hier. Die können sich um die Burg kümmern. Und dann haben wir hier noch die 9. Sind ja auch noch da. Und dann nehmen wir ihn in die Zange und dann war es das. Gut. Schiffe müssen eigentlich wieder aufgerüstet sein. Irgendwo, hier. Hallo, hier. 100%. Mit den 100% Schiffen. Da wollte ich ja auch noch ein paar rüberholen. Wo haben wir denn noch welche sitzen? Waren das nur noch die hier drüben? 9000. Das kann sein. Dann müssen wir die später holen. So, jetzt pass mal auf. Jetzt nehmen wir den in die Zange, wenn er nicht vorher wieder flieht. Einmal ein General. Ah, den hätte man wahrscheinlich sogar mit den 9000 geschafft. Den hätten wir wahrscheinlich sogar mit den 9000 geschafft. Wir laufen ihm mal nach. So, 81%, 89%, dann nehmen wir die Provinz doch ein und die hier unten. Da müssen wir bei 100% sein. Und dann schauen wir mal, was wir bekommen. Wir müssen auf alle Fälle hier die Provinz nehmen, die Goldprovinz hier oben. Und entweder wir gehen hier dann weiter oder wir machen Kish noch ein bisschen kleiner. Ich würde fast sagen, wir machen Kish ein bisschen kleiner, damit wir hier... damit hier nichts ran wächst, aber die sind ja eh immer so schwach. Die können ja eh nichts. So, 100%. Also, wir nehmen uns das hier. Hm. Haben wir hier eventuell, ich schau mal eben, wir haben hier noch was. Das nehmen wir auch noch mit. Das hier nehmen wir auch noch mit als Handelshafen. Da können wir ziemlich viel nehmen, so wie ich das sehe. Oh, da haben wir eine Koalition mit Kish, Itza, Totonaken, Kolima, Mitzteken. Ganz ehrlich, die sind mir egal. Die können doch nichts. Die können doch gar nichts. Ich nehme jetzt mal alles, was ich nehmen kann. Hier oben. Ich würde gern... ja, so können wir es eigentlich machen. Das ist okay. Kish, Itza, Totonaken, Kolima, Mitzteken, Tlapaneken und Taraseken. Das ist okay. Die können gerne eine Koalition machen. Habe ich kein Problem damit. Kohle gibt es keine. Haben wir genau 100 jetzt? Okay. Gut, damit haben wir eine Goldprovinz mehr, was mich sehr freut. Und wir bringen die Truppen wieder nach Hause. Ich würde die 9000 erstmal hier lassen, die 13000 bringen wir nach Hause. Die 13000 bringen wir hier rüber. Dann müssen wir mal schauen, was wir mit den Machtpunkten machen. Militär sind wir bei minus 10 auch. Das heißt, das könnte man auch schon machen. Ah, ja, ja. Nee, wir machen das. So, jetzt kommt die Koalition. Das ist okay. Also, dann werden wir hier mal upgraden. Wir haben 133 Diplomatiepunkte noch offen. Können wir da vielleicht noch irgendwo investieren? Hier zum Beispiel. Zwei Stück. Jetzt sind wir hier bei 23. Boah, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Kyoto wurde entdeckt. Das ist schön. Da gibt es jetzt keinen Bonus, aber es ist trotzdem schön. Ist der Kyoto hier oben? Da ist er. Der Segler. Wie schickt er mich denn hier bei der Koalition nach oben? Nach Norden. Gut.
Dann die letzten Prachtpunkte in Blockadeeinfluss. Das kannst du ja alles in die Tonne treten. Braucht kein Mensch. Rebellen. Norwegische Nationalisten. Hä? Norwegische? Auf den Shetlandinseln. Das heißt, wir müssen unsere Einheiten eventuell hier oben positionieren. Oder wir hauen hier mal wieder die Autonomie raus. Dann dürfte sich das auch erledigt haben. Selbsterhaltend. Hier sind wir durch. Hier oben noch nicht ganz. Da können wir halt eventuell können wir dann hier runter marschieren. Wir haben ja noch immer einen Kolonisten. Jetzt sehe ich es erst. Können wir hier schon was? Oh, sehr schön. Sehr schön. Nehmen wir noch Australien mit. Das wird schon. Und von Australien Richtung Mexiko. Ich denke mal, wir können hier durch, oder? Ne, hier können wir nicht durch. Verdammt, hier können wir nicht durch. Das heißt, oh, das ist blöd, das ist blöd. Eventuell hier unten noch was machen. Wenn er hier unten durchfährt, dann könnte er hier Pause machen. Bei der Weltumsegelung. Pause raus. So, die Einheiten sind wieder da. Wie sieht es aus mit der 131? Wir haben viel zu wenig. Wir bauen uns noch mal eine Armee auf, oder? Auf der anderen Seite momentan brauchen wir nicht wirklich großartige Armeen. Wir haben keinerlei Bedrohung oder so. Okay, hier unten. Spanien. Aragon ist weg. Hat sich auch noch was von Frankreich mitgenommen. Frankreich ist Unabhängigkeit garantiert von Spanien und der Johanniterorden. Spanien, wie sieht es denn hier aus? Spanien kann doch auch nichts. Spanien hat 62.000. Ich würde sagen, wir rüsten auf. Wir bauen auf und holen uns hier Frankreich, Spanien ein bisschen was. Wir fangen schon mal an. Haben wir hier? Wir haben sogar schon Kriegsgründe. Beide würden mitmachen. Bei Spanien würde dann Portugal, Niederlande mitmachen. Nee, die würde man so mit reinnehmen. Johanniterorden ist irgendwo hier oben. Dachte ich. Johanniterorden. War doch immer nördlich, oder? Johann. Hä? Na gut, er ist hier unten. Boah, der hat ja hier auch noch was. Spanisch Neapel, oder? Nee, Spanisch Italien ist das. Der hat sich hier ganz schön vergrößert. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht klein, aber das ist auf alle Fälle jetzt ein Grund, um aufzurüsten. Definitiv. Hauen hier ein paar Einheiten raus. So. 15, 5, 20, 24 ist okay. Und dann machen wir eine komplett neue Einheit. Eine komplett, was haben wir? Plus 35 momentan. Dann machen wir eine komplett neue Einheit. Hm. Tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum-ti-tum. Oh, die werden ja alle hier gemacht. Das ist natürlich Quatsch. Wir machen nur eine Einheit und dann sammeln sich die alle hier in Main. Und dann sollten wir eigentlich Spanien und Frankreich, denen sollten wir schon Herr werden können. Weil das ist dann nicht großartig das Problem. 19 Transportschiffe. Ich würde mir ein 20. gerne gönnen. Das ist okay. Bürger 64%, Kolonialfirma geht bankrott. Oha. Raggewelt. Bevölkerung in Roggewelt ändert sich um 50%. Nee, da investieren wir gerne 50 Dukaten. Die können wir uns auf alle Fälle leisten. Na gut, na gut. So, hier drüben. Jetzt alles ruhig. Wir lassen die 9000 mal hier stehen. Nur falls hier noch irgendwo Rebellen rauskommen sollten. Und er dann nicht zurechtkommt.
Oh, wir haben noch Armeen im Exil. Kirchenstaat ist auch rausgegangen. Wir haben hier noch 4000. Dann bleiben die 4000 auch erstmal hier. Lüttich geht auch endlich aus der Koalition. Dann ist jetzt nur noch Österreich drin, richtig? Dann ist ja jetzt nur noch Österreich drin. Kolima? Ach so, Österreich ist auch nicht mehr da. Kolima ist noch da. Und La Paneken. Mehr trauen sich nicht. Perfekt. Das ist super. Das freut mich. 97, 50 bei Österreich. Wunderbar. Dann können wir demnächst wieder auf Raubzug gehen. Gut. Kann uns eigentlich Dänemark, kann uns noch super leiden. Niederland ist auch ganz schön groß jetzt. Ja, ich hätte gerne noch irgendwie einen Bündnispartner. Einen guten. Tunesien. Sollen wir uns Tunesien holen? Tunesien als Bündnispartner. Portugal haben wir ja schon. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir probieren es mal mit Tunesien. Oh, 1130. Tunesische Meinung über Großbritannien, die wollen gar nicht. Schade. Wir wissen ja gar nicht, was ihnen entgeht. Die wollen auch nicht. Ja, ist die Auswahl ist jetzt nicht unbedingt groß, Mensch. Ist nicht groß. Niederlande. Auch nicht. Wir können uns alle nicht leiden. Ich weiß gar nicht, wieso. Sturminfanterie ist überlegen. Der Entdecker ist gestorben. Oha, dann brauchen wir einen neuen. Dann brauchen wir einen neuen Entdecker. Das heißt, der tuckert jetzt komplett wieder, oh Gott, bis hierher zurück. Wieso haben wir denn hier keine Moral? Was ist denn hier los? Hä? Wieso haben wir denn hier keine Moral? Wird jetzt wieder aufgebaut? Haben wir hier gekämpft? Die baut sich jetzt wieder auf. Sieht so aus, als wären hier welche rausgekommen. Seltsam. Naja, wir sind auf alle Fälle bald durch. Was gibt es denn hier? Gewürze. Und hier kommt unser Entdeckerschiff an. Wir holen uns einen neuen Ernest Augustus Rodney. Boah, was hatte der für Werte? Können wir den, können wir den auf Land einsetzen? What? Kann man Entdecker auf Land einsetzen? Nein, leider nicht. Verdammt. Holla, die Walfee. Uiuiui. Okay. Na gut. Muss er weiter entdecken. Auch wenn er so gute Werte hat. Das gibt's ja gar nicht. So, hier oben ist gebaut worden 1000 und hier auf der Einheit bauen wir quasi jetzt unsere zweite Einheit auf. Dann haben wir 100.000 und dann sollten wir gegen Spanien und Frankreich ganz gut zu Feld ziehen können.